Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Snowplowing Simulator. Die Zeit, die verrast, also so kommt es mir jeden Tag eigentlich vor, dass die Zeit so schnell läuft. Okay, wir haben 2.30 Uhr nachts, schön dunkel und optimale Zeit, um hier mal ein kleines bisschen Schnee zu schieben. So, weil wir müssen nämlich hier diesen Bereich noch frei machen. Und das wollen wir natürlich gemeinsam machen. Ne? Das wollte ich jetzt nicht alleine hier schon vorarbeiten. Gehört ja dazu. So. Wunderbar. Ja, noch ein bisschen weiter schieben. Ne? Schauen wir mal. Ja, doch. Ein bisschen weiter noch. Dann passt es schon. Denke ich. Hoffe ich. Vielleicht auch bis hier an die Angel, das ist vielleicht besser, wo das Tor dann aufgeht. So, lieber ein Stück zu weit, ne, als zu knapp. So, weiter geht's. Auf jeden Fall schön, wie man das sieht. Das Gewackel ist halt noch ein bisschen störend. Ich weiß nicht, ob die das dann irgendwann mal abschalten, also ob die was reinbringen, dass man das auch deaktivieren kann, das Gewackel. Aber okay. Ist jetzt ja nur eine Kleinigkeit. Vor allem, wenn man das jetzt halt am Anfang macht mit dem Schneeschieber und dann später hauptsächlich auch mit dem Fahrzeug unterwegs ist, dann denke ich, wird das jetzt nicht so wichtig sein. So. Ja, ein paar Stellen sind immer noch, ne? Ich will aber irgendwie die Cool-Taste nicht die ganze Zeit nutzen, weil ich finde, das blendet so ein kleines bisschen. Hauptsache, dass ich da hinten sehe, ob ich noch ein Stück weiter muss oder ob es passt. Aber ich muss noch ein Stück weiter, habe ich gerade gemerkt. Wunderbar, dann können wir dann nämlich danach mit dem Auto wahrscheinlich raus. Hoffe ich zumindest mal. Weil damit würde ich nämlich auch gerne mal fahren wollen. Schön, dass ich so schön rückwärts laufen kann. Das ist ja auf jeden Fall eine der Tätigkeiten, die ich nicht so gerne mache, ne? Schnee schieben. Da bin ich echt froh, dass wir hier so einen Hausmeister-Service haben, die dafür zuständig sind. So, jetzt hat es nur hier das Problem, dass das... Ich glaube, ich habe etwas im Schnee aufblitzen sehen. Wo? Wird es mir jetzt angezeigt? War das hier? Weil wenn das ja nur eine Zeit lang liegen bleibt, ne? Aber ich sehe hier kein Zeichen. Hier muss ich wahrscheinlich sowieso erstmal an der Stelle hier anfangen, weil es vielleicht zu viel ist. Und dass ich dann den hier vorne weitermache. Jawohl. Das geht schon. Aber ich soll irgendwo was aufblitzen sehen sollen, haben sollen. Boah, dieses Schneegeknirsche, ne? Ich sehe da nichts. Ist das, also auch mit Q, wenn ich jetzt drücke, sehe ich jetzt nichts aufleuchten. Geh nochmal auf die Infos. Kleiner Scrapper und unangemessen gekleidet. Nö,
Keine Ahnung. Ich sehe es auch auf der kleinen Karte, glaube ich, nicht. Da links, rechts oben. Nee. Ach doch, da, ein Schlüssel. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Da liegt er. Du hast endlich den Schlüssel zu einem privaten Raum gefunden. Na, danke. Als hätte ich ihn finden sollen, ne? Aber jetzt machen wir erst einmal den Schnee hier noch weg. Also bis 100 Kilo geht's. Aber ich bin ehrlich, ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich will jetzt gucken, was das ist. Vor allem, wir müssen uns ja eh aufwärmen, ne? So, zum Privatzimmer. I want to believe. Kleiderschrank. Im Kleiderschrank findest du gekaufte und verfügbare Kleidung. Wähle und trage Kleidung, die der Außentemperatur angemessen ist, damit du nicht frierst. Artefakttabelle. Die während des Spiels gefundenen Artefakte werden auf diesem Brett erscheinen. Denken Sie daran, dass alle Artefakte wichtig sind, um das Rätsel zu lösen. Oh, da gibt es ein Rätsel. Der Yeti-Tisch. Okay. Radio. Ah, okay. Ne, ich habe die Musik ja ausgemacht. Buch Meine Geschichte. Du wirst die gesamte geheimnisvolle Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung erfahren, wenn du alle Artefakte auf dem Spielbrett bekommst. Okay. Hier irgendwas? Warehouse, Storage Room. Eine alte Pizza, eine Mikrowelle. Fragile, der Kleiderschrank. Wir haben halt den dünnen Pullover, ne? Da oben noch irgendwas? Nö. Kann man das Licht eigentlich hier irgendwie anmachen? Weil ich hab schon versucht, mal einen Lichtschalter hier zu finden. Ach doch, da. Aber wo sind hier draußen die Lichtschalter? Hier habe ich noch keine gesehen. Da ist das Tor. Das kann man aufmachen wahrscheinlich. Ah, wunderbar. Ah, da ist ein Lichtschalter. Garagenlicht. Kling, kling. Die alten Röhren. So, dann machen wir mal ab hier. Okay, das geht nur bis dahin. Okay, das muss ich dann irgendwie anders machen. Schon, weil das ist nämlich recht viel, ne? Jetzt habe ich keine Gewichtsangabe mehr da. Oh. Na, ich mache einige Räume hier zusammen, ey. So, ist natürlich die Frage, ob ich da noch irgendwas finden kann, ne? So. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder die normale Schaufel. Okay, geh mal auf Q. Okay, das ist damit schon gerechnet, dass man da nicht ganz hinkommt oder so. So, nehmen wir nochmal die 2 in die Hand. Ich hoffe, euch.
euch ist es nicht zu stören mit dem Gewackel. Aber ich kann es ja nicht ändern. So. Jetzt nur noch das da. So. Jetzt sollte es doch eigentlich passen, oder? Weit hier noch einmal quer. So, nimm mal aus der Hand. Ich glaube, das können wir jetzt abschließen, ne? Mensch, wie klein. 99%. Du bist, ja, das passt schon. Das passt schon. Okay. 5 Sterne haben wir ja trotzdem gekriegt. Du hast alle Aufgaben im Hub abgeschlossen. Schau, was du in einem privaten Raum finden kannst und überprüfe, was es Neues im Laden zu kaufen gibt. Alles klar. Dann gucken wir mal. Das haben wir schon. Kleidung. Ah, jetzt. Minimale Temperatur 1 Grad, maximale Temperatur 10. Da ist jetzt natürlich dann... Oh, die Dinge kosten halt richtig, ne? Bis minus 50 Grad, Alter. So will ich das gar nicht, so kalt. Oh, da friert es mich ja. Okay, unser Temperaturbarometer hier. Minus 12,5 Grad. Okay, es wird natürlich ein bisschen wärmer im Verlaufe, aber gerade im Moment haben wir minus 12,5 Grad. Das heißt, ich sollte auch irgendwie auf Kleidung gehen, die ja, vielleicht ein bisschen besser ist auf jeden Fall. Nehmen wir halt mal die hier, würde ich sagen, kaufen. Kaufen. So. Und jetzt... Arbeit wirst du am Kleiderschrank finden. Okay. Kleiderschrank. Nächstes. Anziehen. So. Dann haben wir jetzt eine neue Klamotte an. Jawohl. Sieht man zumindest ein kleines bisschen, ne? Wie ist es jetzt mit Aufträgen? Also mit Kuh sehe ich jetzt halt hier nichts. Kleine Schaufelgarage. Du kannst den Job nicht zum zweiten Mal vom selben Ort aus übergeben, ohne eine neue Bestellung zu haben. Warte auf frischen Schnee. Öha, okay, da kommt also frischer Schnee. Ah, wir können jetzt das Tor aufmachen. Cool. Das heißt, wir können mit unserem Auto fahren. Ich weiß nicht, wo ich die Schlüssel hingelegt habe. Okay. Ja, aber was muss ich denn machen? Muss ich jetzt hier die Sachen noch wegmachen? Weil das stört? Nee, ne? Ist die Frage, ob ich den Schlüssel vielleicht da hinten drin finde? Ah, da, Schlüssel abholen. Jetzt kannst du einen Pickup fahren. Yay! Kann ich von der Seite auch einsteigen? Dem Fahrzeug aussteigen ist X, um das Licht einzuschalten ist L, C die Kamera wechseln, ah, dann bin ich dahinter oder innen drin. Aber der Sound ist nicht da, ne? Okay, schön. Es ist nur die Frage, ob ich irgendwo hinfahren muss. Mrs. und Mr. Smith. Okay, da müssen wir quasi hin. Habe ich das jetzt als Navi? Aber irgendwie ist der Sound hier leise oder aus oder wie auch immer. Ich habe die Musik ja ausgemacht, weil ich eben nicht weiß, wie es da Probleme gibt. Ich lasse es lieber. Okay, 35,8. Dann trinken wir mal einen Tee. Wir essen mal unsere 4 Orangen. Okay. Fahren wir halt mal. Oh, und ich denke, dass ich besser fahren werde, wenn ich das von außen sehe. Aber ich habe keinen Fahrzeugsound. Naja, gut. Ist jetzt nicht so dramatisch, ne?
Okay. Wie schaut es hier hinter mir aus? Das sehe ich nicht, ne? Aber ich fahre auf jeden Fall den Schnee platt. Okay, also die Bremsen, die ziehen gut. Kann ich mich daher parken? Laufen wir eh keine Fußgänger rum, ne? So, mit X steigen wir aus. Wicket. Moment, schau mal auf die Map. Oh, ich bin verkehrt rumgefahren. Ich habe gedacht, dass ich hier rechts rumfahre. Okay, nee, ich bin verkehrt. Blöd, dumm das. So, aber fahr wieder so rum. Gucken wir mal, ob ich da irgendwie anders hinkomme. Nein. Okay, das heißt, wir müssen drehen. Oh, es wird bestimmt interessant, die Straßen frei zu räumen. Oh. Rutscht ein kleines bisschen, aber nicht so arg jetzt. Außer ich bin zu schnell. So, Speed Limit ist 40. Ist gar nicht mal so weit weg. Ich habe jetzt Wunder gedacht, wie weit es ist. So. Ich muss hier stoppen. Wir müssen ja, glaube ich, links rum, ne? Ja, links. Schauen wir mal, was das auch mit dem Traktor auf sich hat. Ah, das ist so ein. Bleib stehen. Ich kann in diesem Spielmodus das Grundstück nicht freischalten. Okay. Was kann ich dann machen jetzt hier? Grundstück nicht freischalten. Okay, warte mal. Hier war doch irgendwas gestanden von Traktor, ne? Hier. Traktor. Wie komme ich dann an diesen Traktor ran? Gar nicht. Oder muss ich jetzt hier den Weg erstmal freischaufeln? Schneeräumung ohne Ordnung. Auf Straßenflächen ohne Ordnung kannst du nur eine einfache Schaufel und einfache Fahrzeugpflüge verwenden. Du wirst nichts dafür verdienen und niemand wird deine Arbeit beurteilen. Aber manchmal kannst du eine interessante Entdeckung machen. Denke auch daran, dass von Schnee befreite Flächen schnell wieder mit Schnee gefüllt werden. Okay, also ich kann hier. Schneest was? Wenn du den Bereich schneest, hast du keine Ordnung. Ja, aber ich kann ja das Ding gar nicht verwenden. Achso, ich kann dann wirklich nur diese Schaufel da verwenden. Ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht muss ich die Tür ja frei machen. Ich mache nur immer einen Schritt zu weit, habe ich das Gefühl. So. Mach mal halt einfach mal, ist doch egal. Ich kann mir jetzt nämlich gar nicht vorstellen, dass das hier schon vorbei sein soll. So. Ne, ich kann diesen Ding hier nicht frei machen, ne? Hier wahrscheinlich dann auch nicht, ist klar. Doch. Ah, war ich wieder auf der falschen Seite? Ich war wieder auf der falschen Seite, deswegen. Mr. und Mrs. Smith, Beschreibung der Stelle. Schneien Sie das Anwesen Mr. und Mrs. Smith gründlich ein. Dies ist der erste lukrative Job, also nehmen Sie sich Zeit zum Arbeiten. Sie können weitere Informationen finden, wenn Sie auf den Briefkasten klicken. Traktor. Sie können den Traktor fahren und fast überall Schnee räumen. Sie können den Pflug nicht durch einen anderen ersetzen, aber der Originalpflug ist effizient genug, um sogar Schnee von einem Schulhof zu räumen. Der Traktor ist mit einer standardmäßigen WSAD-Steuerung und automatischem Getriebe ausgestattet. Wie immer sollten Sie auf die verfügbaren Funktionen achten. Okay, alles klar.
Hallo, moin. Ich fange dann mal an hier. Öha. Aus dem Fahrstuhl Kamera wechseln. Das ist quasi wieder hier. Ah. Okay, Moment. Ich muss natürlich gucken, dass ich die Schaufel unten habe. Bleib mal stehen. Hebe oder senke den Pflug mit R. Okay, ich habe keine Ahnung. Hilfe. Vielleicht bin ich auch auf der falschen. Ach so, weil da so irgendwelche Steine sind, ne? Aber wenn ich jetzt mit dem Fahrzeug drüber fahre, ist der Schnee ja schon weg. So, senke mal. Hallo? Bisschen vorwärts vielleicht? Halt, stopp, nicht so weit. So, R. Miau. Okay. Also ich muss anscheinend diese Einfahrt, hups, frei machen. Wenn du ja unangemessen gekleidet, bin ich aber doch gar nicht. Ich habe doch was Warmes an. Trink mal halt mal einen Schluck. Däh. So, R. Jetzt bleiben wir an der Einfahrt hängen. Okay, halt, halt, halt. Da muss man sich halt erst dran gewöhnen, ne? Da bleibt man hier hängen. Q. Was muss ich denn eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich fahre hier mit dem Bulli rum, ne? Und dabei weiß ich nicht einmal, was ich machen muss. So, R. Mach mal halt einfach mal hier, zack. Wahrscheinlich muss ich hier draußen gar nicht die Einfahrt freiräumen, sondern wenn dann eher den Innenbereich. So, schau mal auf den Briefkasten dann gleich. So, halt. Ich will mal hier entlang. Okay, da komme ich auch nicht entlang. Runter. Doch, da komme ich entlang. Okay, steig mal ab von dem Ding. Mr. und Mrs. Smith, 150 kleiner Schrapper, Garageneinfahrt. Schneiden Sie das Anwesen? Okay. Also ich muss das Ding hier schon frei machen, ne? Aber das geht wahrscheinlich leichter mit dem Ding hier. Ich schau mal. Okay, das geht wirklich nur bis dahin, ne? Und an dem Tor bleibt man auch hängen. Ja, danke. Drücken wir jetzt halt mal auf Q. Ah, das da muss ich frei. Okay. Also es hat schon gepasst hier. Okay, und hier ist dann Fini bei dem. Es muss wirklich nur hier die Einfahrt frei gemacht werden. Ja, bleib unten, bleib unten, bleib unten. So. Und irgendwie ist, wie gesagt, diese Gewichtsangabe nicht mehr zu sehen. Ich mache einfach so weit, bis er von selber aufhört dann. Okay, aber hier muss ich ja dann weitermachen können, weil hier ist ja auch blau. Hehe. Geschickt. Ja, das passt doch. Ist doch alles gut, oder? Müssen wir wahrscheinlich das Tor hier zumachen,
dass wir dann auch rankommen und alles. Ich denke, dass es richtig interessant wird, wenn du dann mit dem Auto fahren kannst und den Pflug vorne dran hast und die Straßen dann freiräumst. Aber hier ist ja unendlich Schnee. So, immer schön bis zum Ende. Sollte vielleicht, wenn ich rückwärts laufe, immer einen Schritt nach drüben machen, nach rechts machen oder so. In dem Fall. Weil wenn ich jetzt zurücklaufe, dann mache ich nämlich gleich den Schnee ein bisschen platt. Oh. Das passt sogar. So, einen Schritt drüber, dann zurück. Habe ich es jetzt wieder vergessen. Okay. Also hier haben wir im Grunde alles, wobei das ein wenig seltsam ist, ne? Wenn die Einfahrt hier noch verschneit ist. Machen wir mal das da noch weg. Na? Ja, und hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht dran. Okay, und dann sollen wir da nach hinten und das sollen wir machen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erst einmal hier einen schönen Startpunkt. Vielleicht sowieso quer. Hehe, da geht's. Das mit dem Fahrzeug zu machen, ist, glaube ich, nicht machbar. Ein Stück vor, ein Stück vor, ein Stück vor. Na komm. Na gut, das haut so nicht hin, ne? Aber ich habe... Ja. Ich habe das Gefühl, dass... das irgendwie ein Bug ist mit der Schaufel. Die Schaufel frisst den Schnee. Weil ich bin nicht mehr über die 100 Kilo, also ich habe hier keine Anzeige mehr. Was mich jetzt halt aber auch nicht stört, ne? Weil so kann ich wenigstens in aller Ruhe fertig machen hier. Na? Wunderbar. So, schauen wir mal, ob wir hier noch einen Streifen machen können. Jawohl. Das ist weg. Dann machen wir uns hier mal einen Anfangspunkt. Ah, da komme ich nicht hin, ne? Geht. So, vor allem der Schneehaufen ist auch wieder weg, ne? Den wir vorher da immer hatten. Oh. Komm. Jawohl. Hammer? Hammer. So, jetzt wird es dann bloß noch das da. Das probiere ich jetzt aber dann auch nochmal mit dem Schneedingsbums hier. Dann drehen wir mal um. Aber das ist so soundlos, ne? So, einmal runter mit der Schaufel. Geh mal auf Q.
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt halt wirklich hier hinhaut. Ich bleib irgendwie an diesen Steinen hängen. Ja? Wo ist der Sound? Na, ein Stück zurück. Yay. Okay, also mit dem Ding schaffst du schon definitiv mehr, ne? Halt, bleib. Runter. Aber es ist, wie gesagt, soundlos. Das ist ein bisschen schade. Ui, das ist aber Großfläche. Bleib unten. Ich hätte jetzt schon noch gerne die Mr. und Mrs. Smith Quest hier fertig gemacht mit euch. Na, du kannst es nicht. Ich stelle mich zu doof an dazu. So, jetzt halt runter. Vorwärts. Na gut, wenn jetzt da irgendwas fehlt, dann muss ich halt dann nochmal mit der normalen Schaufel ran. Ich bleibe hier immer wieder an irgendwelchen Steinen hängen. Und wenn ich zurückfahre, dann hebt er automatisch die Schaufel hoch. Nee, runter damit. Und schon wieder hängen geblieben an der gleichen Stelle. Wow. Okay, also da muss man sich dran gewöhnen, aber wie man sieht, ne, wenn ich rückwärts fahre, dann mache ich den ja auch weg, den Schnee. So. Runter mit der Schaufel, dann fahren wir jetzt halt hier nochmal durch. Hier habe ich jetzt halt eine Gewichtsangabe, ne? Aber ich bleibe trotzdem immer wieder an irgendeiner Stelle hängen. Naja, sauber ist was anderes, ne? So, bis dahinter. Uiuiui. Na gut, ich würde sagen, wir machen das noch gar fertig beim nächsten Mal, weil ich bin jetzt halt wirklich schon sehr über der Zeit drüber. Und mal gucken, ob ich das hier jetzt noch mit der Handschaufel ein bisschen wegmache hier. Oder mit dem Schieber hier. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht da drauf steigen. So, bleib mal stehen. Zock, runter. Von daher würde ich sagen, dass ich mich freue, wenn ihr mir ein Like da lasst. Schreibt mir auch was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.